So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Artillery, dem etwas anderen Schiffe versenken. Ein Nachteil hat das Spiel, und zwar, es ist nicht so wie ein Schiffe versenken. Wenn ihr ja trefft, dürft ihr eigentlich nochmal in dem Spiel halt leider nicht, ja. Fände ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. So, ihr seht, wir haben ja das hier unten abgeschlossen. Es geht hier oben weiter, was natürlich die Flammen hier sind. Gegnerische Aktivität. Okay, können wir dann auch spielen. Ja, wir haben auf jeden Fall einmal Radar, einmal Luftangriff. Werden wir unsere Mörser... Stellen wir jetzt einfach mal so auf. Aber ihr seht schon, er ist auf jeden Fall in der Überzahl. Er hat mehr Einheiten. Ne? Kann dann natürlich auch sein, dass er auch größere hat. Die haben natürlich mehr Treffer. Aber wenn es hier in der Mitte wäre, dann würde man wissen, er hat auch nur drei. So, jetzt müssen wir mal schauen. Radar, machen wir mal hier. Oh, ja, da hat er eine große. Dann sparen wir uns den Luftangriff erstmal. So, und normalerweise dürft ihr jetzt nochmal, aber dürfen wir halt in dem Spiel nicht. Ja, genau, beim ersten Treffer, ey. Du hast doch kein Radar, gar nichts. Woher weißt du nur, dass der da ist? Ey, schaut euch das an. Ey, das ist bitter. Wo setzen wir denn den hin? Machen wir jetzt mal da. Natürlich unseren Luftangriff versemmelt. Wenn der... Ja, das wäre es ja gewesen, wenn der jetzt hier getroffen hätte. Dann kann man nur sagen, ihr cheatet. Aber das ist mir trotzdem schon mal in anderen Missionen hier aufgefallen, dass man immer meint, der Gegner weiß, wo meine Mörser stehen. Aber blöd ist es halt, wenn wir jetzt da treffen und nicht mehr nochmal dürfen, dann ist es halt scheiße, weil wir hätten ja eigentlich nochmal die Chance, dass wir dann nochmal treffen und dann nochmal treffen zum Beispiel. Vielleicht, dass wir dann gewinnen. Und so kann es passieren, dass er dann einfach hier eure letzte Einheit zerstört. Und deshalb schaut dann im Spiel. So wäre es eigentlich nicht mal schlecht. So, jetzt warte mal, was ist denn das für ein Geschütz überhaupt? Ist es dann hier? Ja, also ihr seht, er hat mehr von den großen. Also kann sein, vielleicht zwei große und zwei kleine noch. Ich hoffe mal, dass wir Glück haben und er meine Mörser nicht trifft. Ah ja, also jetzt seht, 1 gegen 1. Also er hat jetzt genau eine Mörser so wie ich. Tja, wo wird der wohl stehen? Probieren wir es mal hier. Also wenn wir jetzt versagen, wäre es natürlich bitter. Machen wir erstmal die Ecke hier hinten zu. Ich hoffe mal, wir kommen noch so weit. Nein! Shit. Oh, das ist immer blöd, wenn wir nicht treffen. Man kann natürlich auch irgendwo hier drin haben. Ich schaue schon mal, wenn die Kugel kommt, weil dann sieht man ungefähr, wo sie hinfliegt. Haben wir hier? Tja, machen wir da an die Ecke. Ja, bis jetzt hat man auf jeden Fall noch Glück. Hey, wir haben nur noch drei Schüsse übrig, wenn der... Tja, das meine ich. Jetzt war mir so nah. Aber auch blöd hier mit seinem Luftangriff. Jetzt lassen wir einfach mal... Ich weiß nicht, was er besser wäre. Okay, jetzt haben wir natürlich überhaupt nichts erwischt. Vorhin hat man wenigstens noch das Geschütz aufgedeckt hier mit unserem Radar. Also ihr wisst auf jeden Fall, zwei große und zwei kleine hat er hier drüben stehen. Okay, da haben wir schon mal eins. Ja. Wir treffen und er trifft auch gleich. Okay, jetzt haben wir schon mal die zwei großen. Wenn er jetzt trifft, dann stimmt was mit dem Spiel nicht. So, Nummer 1 ist weg. Jetzt warte mal, jetzt machen wir trotzdem mal das hier.
Okay, wir haben einen kleinen weg. Jetzt wissen wir ja, wo der eine große noch ist. Und dann bleibt nur noch ein kleiner. Aber dafür haben wir halt noch verdammt viel zum Treffen jetzt hier auf dem Feld. Jetzt müssten wir wirklich Glück haben. Und vor allem, dass er nicht nur schneller ist und unsere beiden hier noch trifft. Setz mal genau in die Mitte. Machen wir da. Oh, das war knapp. Das war wirklich knapp. Ach komm, jetzt lass mich bitte nicht verlieren. Jetzt sind wir so weit. Ja, können wir halt nur hoffen. Ich sehe schon... Oh, Leck, Luftangriff hat auch noch. Ah, da hat man Glück. Ja, ich sehe schon, komm, dass wir bis zum letzten Feld hier schießen. Aber das hat mich im richtigen Schiff versenken schon mal gestört, dieses kleine Einserboot. Da hat man über ewig gebraucht, bis man das mal erwischt hat. So. Viel Möglichkeiten gibt es ja nicht mehr. Na komm. Bis jetzt haben wir noch gute Chancen. Vier Treffer können wir noch machen. Ah ja, jetzt wird es natürlich wieder kritisch. Jetzt brauchen wir wirklich Glück. Oh, ich zitter jetzt schon. Ja, wo wird denn das sein? Machen wir hier. Nice, wir haben es, ne? Gott sei Dank, das war wirklich knapp. Wir haben Credits 142, 174. Können wir uns irgendwas kaufen? Natürlich wäre mal wieder gut. Okay, bei 300 werde ich auf jeden Fall diese Artillerie freischalten. Dann ist aber die Frage, haben wir dann schon eine oder erst freigeschalten? Aber ich glaube erst freigeschalten. Ja. Da ist es von der Artillerie, können wir die Anzahl der Schüsse erweitern. Jetzt nehmen wir trotzdem erstmal das. Ah, Test of Air Forces. Oh, leck, ist das ein Riesenfeld. Alter, Leute, ist doch nicht euer Ernst, ey. Wenn der Gegner jetzt auch so ein Riesenfeld hat. Warte mal, machen wir den. Und den setzen wir hier hin. Oh, der hat ein richtig kleines Feld. Ey, schaut euch mal das an. Ah, das ist aber dann schon ein bisschen unfair, oder? Okay, also wir haben ein Radar und sogar ein großes Radar. Hier ist schon mal keiner drin. Das ist ja blöd. Ja, genau. Der trifft genau beim ersten Schuss. Ah, schaut mal das große Ding an, was der hier hat. Es sind aber natürlich gleich drei Treffer von ihm, was wir jetzt hier brauchen. Hallo? Ey, schaut euch mal das an. Was ist denn das jetzt? Der trifft jeden Schuss. Bye bye. Hey, vielleicht haben... Nee. Ach komm, wir hätten nur noch einen Treffer gebraucht. Habt ihr das gesehen? Das war unentschieden. Also jetzt warte mal, wir müssen auf jeden Fall das Ding hier aufdecken. Da müssen wir jetzt gut... Ja, jetzt haben wir schon wieder versammelt eigentlich. Können wir nur hoffen, dass der da ist. Da ist er. Okay. Jetzt warte mal. Er trifft den zweiten.
Ja doch, jetzt schaffen wir es. Wir treffen jetzt hier seinen Großen. Und dann machen wir einen Luftangriff mit 3 und dann haben wir ihn weg. Und er hat ja noch einen von uns. Aber da müsst ihr halt wirklich auch Glück haben, dass ihr euren Radar richtig setzt am Anfang. So, da haben wir es doch. So, wir haben einen Airstrike bekommen dafür. Und okay, dann verschwindet diese Mission. Schauen wir uns mal das hier an. Eine große Truppe. Bin ja mal gespannt, was der jetzt alles hier zur Verfügung hat. Bestimmt die großen Geschütze jetzt hier. So, dann, ah, so ein kleines Radarfeld, ne? Okay, aber wir sehen wenigstens das Riesending. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht gleich von mir einen trifft wieder. Oh, das war knapp. Nein! Was habe ich jetzt gemacht? Daneben gedrückt. Das ist ja peinlich. Ja, da muss der wirklich jetzt die großen Geschütze hier irgendwo stehen haben. The middle of this curse one. Do I have time to fix my hair? Nee, ich mache jetzt deine Haare bestimmt nicht. Wollen wir es mal probieren? Oh, yeah. Ja, da der aber nicht zerstört ist, der ist ja erst zerstört, wenn er so rötlich umrandet ist. Dann gibt es hier auf jeden Fall nur einen. Da oder da? Ah, okay, dann ist er hier hinten, ne? Alter, was ist denn das? Ja. Aber jetzt sind wir noch nicht ganz in der Mitte hier. Jetzt hat er schon meinen ersten, ey. Da müssen wir uns auf jeden Fall merken. Also er hat einen Dreier und einen Zweier hier rumstehen. Aber ich will jetzt eigentlich meinen Luftangriff hier nicht verblembeln. Ah, nee, noch einen großen. Ja, super. Wo wird denn der stehen? Hier. Aber tja, dann ist er mir immer noch nicht gleich. Also muss er noch mehr hier rumstehen haben. Also dann... Nee, jetzt nehmen wir mal keinen Luftangriff. Na, probieren wir mal hier hinten. Da ist auch keiner. Naja, wir müssten jetzt wirklich taktisch eigentlich vorgehen und immer jedes zweite Feld eigentlich machen. Wenn es noch ein großer wäre zum Beispiel. Dann könnte man das ja eigentlich schon mal ausschließen. Ich weiß ja nicht, ob die so auch stehen können. Machen wir mal hier. Dann hier. Am Schluss werden es nur noch kleine von ihm sein. Ja, also großer ist ausgeschlossen. Dann hat er noch irgendwo zwei kleine hier rumstehen. Aber wo? Mal. Also ich glaube, das werden wir auf jeden Fall nochmal anfangen müssen, dass wir das nicht schaffen. Weil vom Luftangriff würde ich ja zum Beispiel jetzt auch versemmeln, weil er zwei Felder nimmt, aber ich eigentlich nur noch dann eins treffen kann. Shit. Ah, vor allem er hat fast fertig geschossen jetzt bei mir hier drüben. Aber ich lasse mich doch wenigstens mal eins treffen. Als kleinen Lichtblick. Okay, jetzt 1 gegen 1.
Ein Mörser gegen ein Mörser. Er braucht nur noch drei Treffer. Ja, und ich ein bisschen mehr. Jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Mensch, wo setzt man denn den hin? Machen wir da. Nein. Ja, jetzt hat er. Oh, das ist bitter. Ach komm, kurz vorm Schluss, ey. Kurz vorm Schluss. Das ist ärgerlich. Ja, und wie gesagt, wieder hier das Radar versemmelt. Oh, nee. Ey, das können wir gleich nochmal neu starten. Ja. Klar, am Anfang hier zwei Mörser weggeballert. Jetzt war da mal, jetzt machen wir... Ey, probieren wir es einmal so in einer Reihe. Da kommt der bestimmt nicht drauf. Das war gut. Probieren wir einfach mal hier hinten weiter. Wir wissen ja, dass hier schon mal ein großer steht. Jetzt machen wir erstmal unsere Zweierreihe hier fertig. Jetzt war da mal. Achso, wir haben trotzdem noch mal an zwei Luftangriffe. Das passt. Also bleiben die in der Mission immer gleich bestehen. Okay, dann können wir den zweiten eigentlich auch mal hier raushauen. Den setzen wir jetzt einfach mal hier rein. Boah, beide Luftangriffe nichts erwischt, ey. Ja, wir hatten immer noch Glück bis jetzt. So, da haben wir das nächste große Geschütz. Also jetzt warte mal, jetzt habe ich eine... Es waren drei große, oder? Jetzt machen wir trotzdem erstmal die hier fertig. Aber das wäre doch so schön, oder was ist da schwer dran, das nochmal zu machen, wenn man trifft, dass man nochmal darf? Das begreife ich nicht. Das macht ja das Spiel verdammt schwierig hier. So, die Reihe. Okay, wir haben den kleinen erwischt. Das ist prima. Aber irgendwo ist noch ein großer. Ich hoffe mal, meine Taktik hier, drei nebeneinander zu stehen, geht auf. Also wir haben jetzt noch einen großen und einen kleinen. Ja, hier haben wir den nächsten großen. Ach so, halt, das ist ja ein Dreier hier. So. Na, jetzt warte mal. Nee. Ah, ja, das ist bitter. So, jetzt 1 gegen 1 wieder. Ey, wenn der jetzt wieder den trifft, dann drehe ich durch. Jetzt sind wir wirklich so gut gewesen, ne? Ja. Ärgerlich. Was können wir denn kaufen? Wir könnten uns auf jeden Fall... Achso, nee. Mit 200. Was ist denn das hier? Das ist auch noch alles gesperrt. Ah, wir können uns nichts kaufen, ey. Wenn wir mal hier weitermachen, dass wir den mal hier zu Ende bringen. Ein zusätzlicher Mörser wäre natürlich noch gut. Ich weiß nicht, probieren wir es nochmal. Müssen wir halt hier mal nichts meinen. Aufdecken mit dem Radar, da wischen wir aber auch keinen. Fangen wir mal hier an. So, dann gehen wir einfach mal die Reihe hier durch.
Weil so runterwärts stehen die ja nie, ist mir aufgefallen. Warum flimmert es eigentlich immer so, wenn der eine spricht? Ab und zu nur mal. Schon wieder. Also hier schon mal keiner. Dann machen wir hier. Ah, jetzt kommt das. Aber was ist denn das für ein Feuer hier, was der hier hat? Okay, da ist der nächste große. Und da ist wieder einer. Okay, also drei große haben wir schon mal. Oh, er hat noch keinen erwischt von mir. Das ist ja ein Wunder. Probieren wir mal hier. Ja. Zweite große weg. Und er hat immer noch keinen. Vielleicht haben wir diesmal Glück. So. Jetzt brauchen wir eigentlich, ich glaube, ach so, zwei kleine noch. Ja, okay, da können wir jetzt mal die Luftangriffe hier draufhauen. Vielleicht haben wir Glück. Ja, eine noch. Ja, jetzt schaut es gut aus für uns. Jetzt schaut es wirklich gut aus. Und den Luftangriff kommt, das probieren wir jetzt einfach, den haben wir hier dahin. Okay, war nix. Ah, jetzt hat er einen. Du Sack. Aber es steht 2 gegen 1. Wir können aber auch da keine Taktik ausmachen von der KI, aber es geht halt überhaupt nicht. Ich finde, das Spiel ist 50-50 Chance. Wer zuerst besser trifft, der gewinnt. Ja, 1 gegen 1. Ich glaube, wir verlieren es wieder, Leute. Das werden wir wieder verlieren. Tja, schaut euch das an. Das ist aber auf jeden Fall nicht normal. Hey, hier oben, das brennt schon wieder. Das haben wir doch vorhin erst gespielt. Ja, ich soll. Genau. Jetzt warte mal, jetzt machen wir es aber so. Vielleicht fahren wir jetzt hier ein bisschen besser. Okay, hier haben wir schon mal einen. Sehr gut. Dann machen wir doch gleich mal in der Reihe hier weiter. Ja, die Taktik machen wir jetzt so. Wir machen jetzt die Zweier rein, damit wir die Großen jetzt erstmal finden. Und mit dem Kleinen schauen wir dann mit die Luftangriffe. Es ging jetzt eigentlich wirklich sehr gut. Nur wie gesagt, jetzt hat man halt wieder Pech am Schluss. Und dass er mit dem Angriff dann schon mal keinen mehr trifft, ist halt auch gut. Ja, komm, jetzt nerven der Tussi. So. Wenn man halt wenigstens... Jetzt hat er auch schon wieder einen. Also jetzt seht ihr mal, wir könnten eigentlich, wenn wir jetzt da dran wären, den komplett ausschalten und dann Glück haben, dass wir hier den nochmal treffen. So, da haben wir jetzt den zweiten, also den dritten großen. Jetzt bleiben die Kleinen noch. Ja, und jetzt haben wir dann die zwei Luftangriffe, wie gesagt, wieder raus.
Ey, wir haben einen kleinen getroffen. Das ist ja Wunder. Jetzt warte mal, Luftangriff, Luftangriff. Was setzt man hin, Leute? Da? Ah, das war nix. Nächsten Luftangriff machen wir hier. Nein, war auch nix. Jetzt müssen wir erstmal das Große hier wegmachen, dass wir dann nur noch auf das Kleine schießen müssen. So, 1 gegen 1 wieder. Klein gegen klein. Wir bräuchten jetzt wirklich einen Glückstreffer, dass wir den gleich versenken würden. Na, ich glaube, sonst spielen wir noch 10-mal die Mission hier. Probieren wir mal die Ecke. Der Kante. Pff, schaut euch mal das an. Ne, also das zum Kotzen. Leute, wir haben es heute nicht geschafft, die Mission. Wir können uns auch nichts kaufen, ey. Ich denke mal, dass wir das... Warte mal. Ach so, wir müssen weiterspielen, damit wir den entsperren und dann können wir den für 300 kaufen. Ach so. Ja, okay. Ja. Also, das war's für heute erstmal. Also wie gesagt, ich werde jetzt die Mission nicht nochmal spielen, weil sonst glaube ich schmeiße die Maus hier in den Monitor rein. Ja, das war auf jeden Fall unsere zweite Folge vom Spiel. Ihr seht, wir haben auf jeden Fall nur einiges zum Spielen und ich glaube auch nur einiges zum Haare ausreißen hier. Wenn es so weitergeht wie hier. Wir fangen gut an und verlieren trotzdem immer. Ja, kann man nicht ändern. Das war's auf jeden Fall heute mit Artillerist. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Euch noch einen schönen Tag. Macht's es gut. Tschüss. So back to what I was saying. Could be us.